Im nächsten Schritt wollen wir die tragende Innenwände bzw. Stützen machen, also alles, was im Prinzip tragend ist. Und ich befinde mich hier wieder im Erdgeschoss und fange auch wieder damit an. Das heißt, ich habe hier eine Stütze und hier eine tragende Innenwand und die werde ich jetzt hier modellieren. Das ist eigentlich relativ leicht erledigt. Fangen wir mit der Innenwand an. Ich gehe also wieder auf den Befehl Wand unter Architektur oder Ingenieurbau, das spielt keine Rolle, in dem Fall wieder tragend. Suche mir jetzt hier unter Eigenschaften den passenden Wandtyp aus. Das ist hier Mauerwerk 25 dürfte das sein. Und wähle jetzt hier die Konstruktionsart. Über Linie mache ich das wieder. Aktiviere hier die Kette. Jetzt muss ich noch die Höheneinstellung nehmen, also hier die Höhe. Und das Ganze setzt sich bis zur Unterkante Erdgeschoss, Unterkante Rohdecke. Nee, Obergeschoss, Unterkante Rohdecke. Machen wir es hier. Nee, ich schaue mal kurz nach, dass ich das nicht verwechsel. Schauen wir kurz hier in den Schnitt rein, dass ich hier nichts Falsches jetzt sage. Na, Erdgeschoss, Unterkante Rohdecke ist richtig. Ja, sie geht quasi hier auf der Rohdecke los, ja, also hier auf dieser, und geht allerdings nur bis zur Unterkante der Rohdecke. Ne? Die geht nicht in die Decke damit rein, sondern deswegen muss ich jetzt noch gucken, also Erdgeschoss, Unterkante Rohdecke. Okay, also wieder zurück in den Grundriss, der war hier. Nochmal den Befehl aktivieren, also Wand tragend. Linie passt. Wandtyp hat sich gemerkt. Höhe das Erdgeschoss, Unterkante Rohdecke. 275. Das sieht gut aus. Und Versatz brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir haben eine extra Ebene dafür angelegt. Und ja, der Rest, Kette. Ach so, Basislinie ist Kernachse, ja, auch das macht Sinn. Und jetzt kann ich hier meine zeichnen. Ich tue vielleicht hier nochmal, weil es sieht einfach besser aus, lässt sich besser darstellen. Das Arbeitsebenenraster ausschalten, weil ich kann mich hier allein mit dem Achsenraster orientieren. Also hier raste ich quasi ein an den beiden Schnittpunkten, wo die Achsen sich schneiden. Hier auch und fahre jetzt einfach hier über die Schnittpunkte entsprechend ab und raste dann hier ein. So, wenn ich fertig bin, Escape oder hier oben auf oder rechte Maustaste und abbrechen, das ist dasselbe. So, jetzt haben wir die tragende Innenwand gemacht. Den Kamin werde ich später dann noch entsprechend aussparen. Das lasse ich erstmal kurz. Machen wir jetzt noch die Stütze, wenn wir einmal hier im Erdgeschoss sind. Dazu gehe ich auf Architektur, wähle hier Stütze, aufpassen, Tragwerkstütze. Nehmen wir hier in dem Fall, ich nehme eine Stahlbetonstütze 25 auf 25, ja. Und direkt mit hier am Fadenkreuz und die kann ich jetzt hier entsprechend auch wieder an den Schnittpunkt meiner Achse. Ach so, nicht vergessen. Hätte ich beinahe vergessen, hier noch natürlich noch die Höheneinstellung vorzunehmen. Die ist automatisch auf der Höhe, wo sie eingefügt wird, also Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke. Allerdings die Höhe, das heißt, bis wohin soll sie gehen? Das stellen wir hier noch ein. Gehen wir auf Höhe und die geht wieder bis Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. Ja, nachdem wir das im Erdgeschoss gemacht haben, machen wir dasselbe im Keller. Also auch hier werde ich wieder meine tragenden Wände modellieren. Gehe also wieder auf den Befehl Wand, Wand tragend. Die Wand bleibt die gleiche. Konstruktionsart wäre wieder über Linie. Das macht in dem Fall Sinn. Ja, dann die Höhe wieder einstellen. Das Ganze geht bis Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. Aufpassen. Nee, Kellergeschoss, Unterkante, Rohdecke. Sind wir jetzt? Kellergeschoss, Unterkante, Rohdecke. Dann Kernachse ist okay. Kette, ja, macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Nee, hier machen wir keine Kette. Also hier machen wir die Kette aus. Und hier nochmal kontrollieren. Das passt alles. Wenn wir alle Einstellungen getätigt haben, können wir jetzt hier unsere Wände versetzen. Wie gesagt, ich versuche, weil normalerweise rastet mir hier das nochmal auch hier ein. Und da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und deswegen schalte ich hier mal meinen
ebne ein Raster aus, gehe also auf Architektur, mach es mal aus und raste jetzt wieder hier an den Schnittpunkt meiner Achsen ein. Ja, und hier sehen Sie auch, wozu die Achsen also ganz praktisch sind, um halt dann hier relativ leicht die tragenden Elemente auszurichten. Habe hier noch eine Wand und die ist zwar nicht tragend, aber trotzdem 25, also machen wir die auch noch mit. Wobei, jetzt sehe ich gerade die. Ja. So, das haut jetzt hier irgendwie nicht ganz hin, aber ich mache das mal erstmal hier am Achsenraster richtig erstmal aus. Die Wand ist hier normalerweise versetzt. Liegt da eine Stütze drauf? Ich muss noch mal gucken, ob hier eine Stütze drauf steht. Wenn ja, dann muss ich die so lassen, ansonsten werde ich sie noch mal schieben. Ich werde schon mal kontrollieren, ja, warum die, ob die Wand hier so bleiben kann oder nicht. Das schauen wir dann noch mal. So, jetzt bin ich fertig mit meinen, zunächst erstmal mit meinen tragenden Innenwänden. Vielleicht eine Anmerkung, was habe ich gemeint mit Stütze drauf? Ich muss halt schauen, dass die Lasten jetzt aus dem Dach bis in den Keller möglichst direkt abgetragen werden. Und jetzt schalte ich mal um hier auf Obergeschoss. Und das machen wir dann im nächsten Video. Mach mal die Vorlage ein. Die habe ich hier aktuell ausgeblendet. So. Rasterbilder wieder ein. Und das sind die Stützen. Und ich muss jetzt nochmal gucken, ob diese Wand, ob diese Stütze quasi auf dieser Wand unten drauf ist oder nicht. Ja, das sollte natürlich möglichst auch jetzt. Und deswegen muss ich nochmal schauen, was mit dieser Wand auf sich hat. Das schaue ich dann im Prinzip, wenn ich dann einfach mal das Obergeschoss fertig habe. Und das kann ich dann in der 3D-Darstellung oder Schnitt überprüfen und nochmal gucken, was es mit dieser Wand da auf sich hat im Erd, hier im Keller. Ja, das müsste diese Stütze hier sein. Ja, die müsste eigentlich hier mit drauf gehören. Okay, so viel dazu zu den tragenden Innenwänden. Im nächsten Video werden wir uns dann mit den Stützen nochmal angucken.